Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Grimdawn Gameplay Video zum Schaman, die neue Klasse in Grimdawn. Und ich habe herausgefunden, dass das Qual recht stark ist am Anfang. Ihr müsst, also wenn ihr kurz also das Spiel neu anfängt oder einfach einen neuen Charakter macht mit dem Schaman, so schnell wie möglich eigentlich den Qual freischalten, also hier die Punkte einsetzen und hier die Punkte hochsetzen. Beim Briar Thorn könnt ihr auch ein paar Punkte einsetzen, um die Energiegeneration erhöhen, dass ihr ein bisschen mehr Mana habt und dann kann es eigentlich losgehen. Was ihr noch machen könnt, ist ein paar Items kaufen, wo kurz laden, wo zum Ding geben. Begleiterschaden und so für den Brianhorn. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für den Skull wirkt, weil der eigentlich kein Pet ist, sondern wie ein Zauber ist. Und den werde ich jetzt einsetzen und zeigen, wie der geht. Der ist nämlich recht stark und dann könnt ihr eigentlich recht schnell mit dem Schaman vorwärts kommen. Ich hoffe, dass er später auch noch gut ist. Aber es gibt noch einen Punkt. Also das ist jetzt der Schaden eigentlich vom Skull. Weil ich kann euch zeigen, der Briarhorn macht nicht so viel Damage, aber ist natürlich sehr tanky und das kommt auch uns zugute. Und also, er macht 135, ja, und 140, 150 Schaden, 155 sogar. Und er macht, ja, man sieht es jetzt gerade nicht. Also es ist ein sehr, sehr overpowereder Spell. Man muss leider ein bisschen warten. Also er macht viel mehr. Ja, 277 habe ich es gesehen. 217. Also er macht eigentlich viel schneller Schaden, als er angreift. Also er kann eine ganze Umgebung direkt angreifen und ist auch schneller. Und das macht ihn eigentlich zu einem sehr schnellen Killer am Anfang. Wie es später ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt mein erster Schamane. Und ja, machen wir mal hier den Boss. Dann zeige ich noch ein bisschen weiter, eigentlich wie schnell das geht. Und können dabei noch leveln, noch ein paar Punkte reintun. Oder noch ein paar Punkte in die weiteren. Also das mit Kälteschaden, Verlangsamung. Und der ist auf maximal einem Feind 5 Meter Radius 31 bis 89 Blitzschaden und 46 Stromschlagschaden über 2 Sekunden. Also wird wahrscheinlich noch stärker sein dann. Also ihr seht, alle auf einmal eigentlich gebrutzelt, die in der Nähe sind. Gegen einzelne Gegner ist er zwar nicht so stark, aber er greift dennoch genug schnell an, um eigentlich den Squall alleine kämpfen zu lassen, oder? Also ihr seht, dreimal, drei Gegner auf einmal. Und ich gehe jetzt direkt zum Boss. Man kann es eigentlich alle 12 Sekunden, ja, Lebensdauer 12 Sekunden auch und die Regeneration auch. Nein, 5 Sekunden, okay. Aber es ist dennoch ein bisschen am Anfang hoch. Aber man hat so Items, die man finden kann, wo 16% Fähigkeit Abklingzeitreduzierung hat. Und wenn man so gute Items, also schnell Items farmen kann, ist das eigentlich der optimale Charakter momentan in Grimdawn. So. So schnell ist nicht mal mein bester Charakter momentan in diesem Gebiet. Der ist schon fast Level 30. Das ist einfach, ich spiele auf Veteran, also der hohen Schwierigkeitsgradstufe und mache eigentlich jeden Gegner One-Hit, außer die Sterne-Gegner und die Boss-Gegner. Das ist nämlich so richtig ein schneller Zauber, was ich eigentlich von den anderen Charakterklassen auch gewünscht hätte. Aber die meisten Zauber sind in Grimdawn einfach nicht so praktisch, oder? Aber Squall ist mega praktisch. Das mag ich einfach. Das liebe ich schon fast. Und da Grimdawn auch nicht mehr so teuer ist und auch nicht teuer wird,
ist es nämlich richtig cool, wenn man so leicht eigentlich anfangen kann. Für jeden würde ich das Spiel auch empfehlen, weil es richtig viel Spaß macht. Und der Schamane macht jetzt noch mehr viel mehr Spaß als die anderen Charakterklassen. Das ist eigentlich nur der Okkultist, wo noch ein bisschen Spaß macht und ein bisschen der Demologist, aber sonst macht eigentlich der Druide mit Abstand am meisten Spaß. So. Ich bin ein bisschen krank, tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch rede, ein bisschen rau rede. Oh, hier hat es noch einen Schatz. Immer diesen Monolithen bergen einen Schatz. Ja, leider kein blaues Item oder grünes Item. Aber ja, so große Steine und Obsidian-Monumente, Totem, sind immer nett zum Aufsammeln. Also ich muss eigentlich nach Norden, ich gehe noch kurz hier. So. Und jetzt machen wir noch kurz den Boss. Der wird auch recht schnell gehen, weil in den Sekunden, wo der Boss lebt, könnt ihr mehrere Geister auf einmal beschwören. Und ich kann jetzt noch mal kurz. Ja, das bringt jetzt nicht bis da 20. Da mache ich hier auf 15. Und hier auf Geist noch ein bisschen. Später mache ich dann auf Konstitution. Ja, leider nichts, was mit Schaden ist. Aber das. Okay. Dieser Speer, Dolch meine ich. So, der Boss ist hier. Und ich mache ihn als reiner Pet-Charaktere mit Squall. Squall als Haupt. Punkt. Bis ich wirklich nicht mehr weiterkomme mit Squall, mache ich auf die anderen Pets dann mehr Punkte. Aber ich denke, der wird immer so stark sein. Außer die Gegner haben zu viel Schaden. Oder zu viel Leben. Ah, Mist, wieder schon wieder nichts Gutes. Ja, also das war jetzt ein Gameplay-Video, ein kurzes für den Schamanen. Ich werde jetzt immer wieder Gameplay-Video zeigen, wenn ich fortgeschrittener bin. Und ja, weil ich ein schneller Spieler bin, werde ich natürlich schnell, soll ab Level 30 sein, wo ich wirklich noch nie war. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß mit diesem Game, mit anderen Videos oder was ihr genau so macht. Und ja, eben, na, weitere Videos kommen bald von Grim Dawn, von anderen Games und so weiter. Viel Spaß noch. Tschüss.